Und das war ein Ding. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Highlight-Video-Folge von Rocket League. Mein Name ist Daniel P. Und das wird es immer mal wieder geben von dem Spiel. Und zwar kein normales Let's Play, sondern wenn ich mal irgendwie ein Spiel gehabt habe, was cool war, werde ich das einfach mal zeigen. Es ist eine Aufnahme in dem Fall. Ich habe hier mit jemandem zusammengespielt, den kenne ich jetzt selber nicht. Das war einfach ein Zufallsmatch. Mit denen habe ich auch, glaube ich, an dem Tag 7 oder 8 Matches gemacht. Wir haben auch alle 7 oder 8 Matches gewonnen. Und jetzt schauen wir uns das Match auf jeden Fall genauestens an und wir sehen, wie gut es einfach nur ist. Zumindest nicht alle Matches, aber guckt euch das Tor einfach mal an. Gerade noch so erwischt, das war natürlich nice. Ich gucke immer gerne rechts, links, merkt ihr beim Start, damit ich sehe, wo steht der andere. First Ballkontakt. Natürlich geil. Jetzt geht es erstmal schön Richtung andere Seite. Hoher Ball. Aber natürlich schön in der Luft geklärt. Und auf der anderen Seite. Jetzt brauchen wir nur einen kleinen Tick. Abgewehrt. Schade. Nicht gut erwischt. Das war eher eine Vorlage für die anderen. Schön in Stellung gehen. Er hat mir berührt. Und zuletzt. Und explodiert. Da war ich tot. Schön zur Seite preschen. Damit er den nicht mehr kriegt. Nicht gut erwischt. Obwohl man Speed hat, ist der Ball ein bisschen rumgehüpft. Er ist vorbeigegangen. Dann geht er runter. Da ist noch einer. Ich dachte, der wäre näher. Nein, der war hinten im Tor. Schön abwehren. Yep, schön in die andere Seite gespielt. Wieder einmal ein kleiner Pass, der natürlich vereitelt wird. Ist klar. Drunter her. Das ist nicht gut. Das ist gefährlich. Entweder klärt man oder man lässt sein, aber man kann nicht klären, versuchen zu klären und einfach gar nicht treffen. Da trifft er wieder. Jetzt mal schauen, das sieht nämlich nicht gut aus. Die sind so nah hier am Tor. Und er schießt und was soll ich da machen? Einfach voll perplex, der kann da nicht reingehen, der kann nicht und er geht rein. Was soll man da machen? Naja, zweiter Spieltag eigentlich noch, glaube ich. Nee, dritter Spieltag. Also es ist schon... Mein dritter Spieltag Rocket League. Ich bin schlecht. Merkt man, ne? Also hier auch keine guten Dinge. Und anstatt, dass der da reingeht, wo er rein soll, nein, direkt daneben. Das hätte man doch super lösen können. Und noch ein Schuss. Komm, jetzt müssen wir nur noch ein Ding machen. Die hauen den Ball. Daneben. Das war eine Glanzparade von ihm. Schön erstmal wegspielen. Und noch weiter. Noch viel weiter. Leider hat er den erwischt. Komm, pass. Der ist... er hat ihn wieder weggehauen. Schade eigentlich. Das wäre viel besser gekommen, ne, wenn der den nicht erwischt hätte. Aber es kommt immer besser, wenn die Gegner den nicht erwischen. Richtung Tor. Er ist drin. Er hat es genau richtig gemacht. Ich meine, einer muss ja im Tor bleiben. So, schön nach vorne. Schön weit nach vorne. Damit die erstmal nicht klarkommen. Die spielen nämlich dann auch immer zurück. Genau noch erwischt. Das war knapp. Der hätte nämlich wieder vorbeigehen können. Wie gesagt, das ist gefährlich, wenn man auf den Ball zurennt und den dann nicht trifft. So wie jetzt. Und getroffen. Und. Das war ein Ding. Jawohl. So muss man Tore machen. So sind die richtig. So, schön im Tor. Warten, ob er kommt. Kommt er nicht. Dann müssen wir den klären. Boah, dieses Weggehüpfe hatte mich da schon wieder verwirrt. Ne, habt ihr bestimmt gemerkt. Und dann so, oh mein Gott, ich treffe ihn noch. So, jetzt. Er hat wieder abgewehrt. Steht 2:1. Eine Minute müssen wir es nur noch aushalten oder eben noch ein Tor schießen. Ich wäre ja nach hinten gesprungen, aber mein Rückwärtssalto ist zu dem Zeitpunkt immer noch echt schlecht. Also, wenn ich den mache, treffe ich meistens eher was anderes. Rückwärts reinjumpen ist auch okay manchmal. Daneben leider.
leider alle daneben. Sogar die Gegner. Das war nicht gut. Also zumindest nicht gut für alle. Das war gut. Mist. Leider scheiße erwischt. Und schon wieder scheiße erwischt. Jetzt werden wir uns hier noch ein Ding kassieren in den letzten paar Sekunden. Dann gibt es Nachspielzeit. Das wollen wir nicht. Also, weg mit dem Ball. Weg mit dem Ball. Der muss auf der anderen Seite. Genau, schön weit hochspielen. Damit er schön lange fliegt. Nochmal in die Höhe halten. Den Gegner wegrammen. Ich stehe leider wieder kacke. Und dann natürlich unter mir der Ball. Ich bin unter dem Ball, meine ich. Und es ist dem Ende geneigt. Und wir sehen jetzt, wie es zu Ende geht. Die letzten Sekunden. Und das war's. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.